Okay, dann noch schnell hoch. Über unseren Kacke-Lift hier. So. Und nee, kein Soundtor bitte. Die normalen jetzt. Zack, 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 zack. Gleichen Spaß hier drüben. So, und das müssen wir da mal gucken, wie wir das hier, wie das dann am Ende, wie man da hochkommt. Überlege ich mir noch. Ja, gut, dann haben wir ansonsten den gleichen Style. Da oben kommen noch die Laternchen drauf und unter die Dinger kommen wieder Laternchen. Das heißt, wir brauchen Fackeln und noch ein paar Eisenklumpen. Dafür gehen wir mal zu unserer Farm, mal gucken, wie viel da schon wieder drin ist. Hallo Mizi. Das trinken muss ich auch mal. So, ich hoffe, da hat sich ein bisschen was angesammelt. Ja, über einen Stack, meine Güte. Das ist echt effektiv. So, Kohle hatte ich komplett reingebracht. Okay, dann wird es eh schon wieder dunkel. Dann mache ich gerade noch die Lampen. Ich habe, glaube ich, keine Fackeln mehr irgendwo, oder? Machen wir mal so. 44 Stück. Boah, ist das viel. So viel brauche ich doch, glaube ich, nicht für 44, oder? Wobei, man weiß es nicht. Ah ja, doch. Doch, doch. Guckt euch das mal an hier. Haben wir doch fast alle gebraucht. So, haben wir 5 übrig. Steak. So, ich seh schon die Monster spawnen. Ich sehe schon den Creeper jetzt gleich alles kaputt machen einfach. Was ich mir gerade mühselig erarbeitet habe. Zack, zack. Und die oben bringe ich morgen früh an. Und drin muss ich auch auf jeden Fall. Boah, drin würde ich die aber sogar jetzt noch anbringen. Vielleicht tatsächlich so hier. Damit hier drin nichts spawnen kann. So, dann schnell in die Haie, bevor die Creeper kommen. Auf die habe ich nämlich wenig Bock. So. Perfekt. Und dann ist das auch erledigt gleich. Dann baue ich jetzt nur Leitern, die kann ich mir hier drin selber herstellen. Hier ist doch schon sehr düster. Hier ist es irgendwie. Aha. Eine Hexe. Soll ich mich mit der anlegen? Was geht? Alter. Komm, drop was Nices. Die hat einfach überhaupt nichts Brauchbares gedroppt. Oh mein Gott. Aber die sieht voll cool aus mit dem Texture Pack. Die Hexe sieht echt voll cool aus, muss ich ja mal sagen. So, danke für das Zombie-Fleisch. Baller ich halt da noch 2 hin. Ist jetzt nicht schön, aber effektiv. So. Denn hier drin muss es echt mal ein bisschen heller werden. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Menge hiervon. So, 27 Leitern. Mal gucken, ob das reicht. Ich glaube nicht. So. Nee, das wird vielleicht gerade so für eine Seite reichen. Ich denke nicht mal. Nee. Das reicht hinten und vorne nicht. Da müssen wir noch ein paar herstellen. Zack, zack, zack. Da reicht's.
Ja, das reicht. Ey, komm, was soll das? Das reicht gerade noch für die eine. Zack, zack, zack. Ja, da muss ich echt mal überlegen, wie ich das hier mit der Beleuchtung mache. Halt wirklich. Hier noch so eine mittig. Ja, das könnte man machen tatsächlich. Dann hat die hier was. Wobei, die würde ich dann sogar vielleicht eher dahin hängen. Kommt, glaube ich, besser. Ah, habe ich hier sogar instinktiv richtig gemacht gehabt. Genau. Ja, dann ist eigentlich alles relativ gut ausgeleuchtet, würde ich sagen. Ich meine, in einem Lager, also ist ja ein bisschen Bibliothek-Style, also auch nicht so hell immer. Aber so ist es, denke ich, okay. Und wir haben genau das gleiche Problem wie eben. Es schickt nicht ganz. So. Da machen wir nochmal ein paar. Haben halt ein paar übrig, auch nicht schlimm. So, hier oben kann man ja dann noch. Na? So. Ja, mein Gott, das ist jetzt nicht wunderbar schön, aber ey, ganz ehrlich, wann geht man mal hier hoch? Das ist die richtige Ebene, ne? Ja. Okay, man könnte. Naja, wobei, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Da Wasser hinmachen, damit man. Habe ich es auf beiden Seiten gemacht? Ja, Gott sei Dank. Okay, ja, das würde ich erstmal so lassen. Ich glaube, das ist okay. Dann hätte man hier so einen doppelten Weg. Ja, wenn man hier reinkommt, ganz ehrlich, ich glaube, das ist hell genug. Toll. Gut, dann ist das auch erledigt. Dann bauen wir nur noch Fenster eigentlich. 1, 2, 3. Ach, hier könnte man aber ja Scheiben reinmachen, ich Idiot. Jetzt habe ich das verschwendet. Hier kommen ja Scheiben rein. Na gut, habe ich keine mehr passiert. Gut, dann noch was trinken. Dann kann ich mir nochmal Flaschen auffüllen. Wird mal wieder Zeit. Hab fast alle gesippt. Ja, ja, hatte ich nicht. Ich dachte, ich hätte. Hatte ich nicht 64? Scheinbar nicht. Oh je. Ah, meine Güte, was ist denn mit meinem Schiff passiert? Warum wurde das denn nach hier vorne getrieben? Oh Gott, nein, bitte greift mich nicht an. Ich farm nur kurz Sachen ab hier. Nein. Ah, verdammte Mistkröten, Alter. Sind aber auch aggressiv. Aber irgendwas scheint die ja auch zu töten, aua. Das sind solche Drecksviecher. Die sind aber auch echt sehr schnell down. Trotzdem sind das Drecksviecher. So, ich habe übrigens noch einen Mod installiert, fällt mir gerade auf. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen, um Brücken zu bauen. Ja, könnt ihr mal sehen. Ist mir gerade noch eingefallen. Gut, ich schwimme mal eben hier rüber. Ich würde sagen, ich gucke nochmal kurz nach dem Feld, ob alles wächst und gedeiht, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Okay. Mein Gott, dass hier jetzt einfach alles abgeholzt ist. Da hinten ist schon das Meer. Mein Gott, wenn ich überlege, wie wir angefangen haben mit dem Projekt hier. Schon irgendwie krass. Wie viel doch jetzt so passiert ist in der Zeit. Wo ist meine... da. So.
Ach nee, dafür brauche ich ja 9. Oh, ich dachte gerade, es ist wie beim Ofen. Ich bin ja komplett blöd. Auch Sand. Ich habe keine Schippe mehr. Da muss ich mir die 13 leider doch nochmal nehmen. Und mir eine neue Schippe bauen. Und auch eine neue Spitzhacke. Und auch noch eine neue Axt. Denn die werde ich früher oder später eh brauchen. So. Schippe. Tja, was ich hier mache, weiß ich auch immer noch nicht. Hier den Sand kann ich auf jeden Fall mal abbauen, weil das hier will ich eh wegballern. Um ehrlich zu sein. Man kann mich auch gerne vorher am Sand bedienen. Aua. Denn die Hügel müssen auch weg. Hügel müssen weg. Die Hügel müssen weg. So. Das will ich hier eh abtragen. Damit wir es wie auf der anderen Seite flach haben, um hier auszubauen. So, wie viel Sand habe ich? 55, komm, das reicht. Würde ich gerade mal gucken, dass ich hier von der Ebene mal kurz gucken, wie ich das mache. Ich will es ja auf der Ebene hier haben. Quasi nicht, dass ich mir jetzt aus Versehen meine Farm kaputt mache, aber dürfte eigentlich nicht passieren. Ups, //set Minecraft Doppelpunkt R war's, ne? Oh Gott. Nee, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Das wollte ich nicht. Das war nicht, was ich wollte. Auf welcher Ebene will ich das denn haben? Muss ich jetzt selber erstmal schauen. Diese Erde, schön. Ich will das auf der Ebene hier haben. Das heißt, ich gehe jetzt einen runter. Gehe einen wieder hoch. Das ist quasi die Ebene, auf der ich es will. Ja, okay. Ups, ich muss essen und trinken. Das ist die Ebene, auf der ich es haben möchte. Auf dieser hier, okay, alles klar. Gut, da muss ich quasi zack, zack. So, genau, das ist dann die richtige Ebene. So, jetzt schnell in die Haie, bevor ich noch vom Zombie gebissen werde. Gott, das ist hier so brutal, direkt vor meinem Haus. Kann ich eigentlich nicht gut heißen. Gut, ich mache das da gerade noch fertig mit der Anpassung und dann mache ich eh Schluss für heute. Habe ich wieder 4 Folgen aufgenommen. Ich habe so viel vorproduziert, meine Güte. Wohin mit den ganzen Folgen? Wohin mit den ganzen Folgen? So. Er. Ja. Ich muss halt echt, ich habe echt Angst, dass ich irgendwas falsch mache und auf einmal ist mein schönes
baut es da weg, meine schöne Farm. Ja, ganz ehrlich. So, gut. Hier muss man dann mal gucken, wie man da weitermacht. Hier würde ich das noch kurz abtragen. So. Bams. Zack und zack. Hier noch den Klotz weg. So rum. Hui. Okay, dann ist der ganze Mist hier schon mal weg. Kann man das hier auch noch machen. Ja, das ist schon ein schöner Mod, der World Edit Mod. Wird eigentlich auch benutzt, um auf Servern viel zu bauen, ne? Denn damit kann man allen möglichen Kram machen. Ich benutze das ja jetzt nur, um hier Blöcke loszuwerden. Aber damit kann man natürlich auch jede Menge andere Sachen machen. So. Zack. Und dann auch hier. Bams. Und dann haben wir die Fläche hier schon auch mal frei. Kann dann hier noch ein bisschen anpassen, ne, dass das schöner aussieht, realistischer. Ja, genau so sieht es super realistisch aus. Oh je. Zack, zack, zack. Völlig natürlich hier alles. Hört auf, Fragen zu stellen. Oh, und es fängt an zu regnen. Wie gesagt, ist alles sehr natürlich hier. Hört auf, das zu hinterfragen. Das hat uns die Natur so gegeben. Oh Gott, ganz ehrlich. Das war schon wieder viel länger, als ich wollte. Naja, dann kann ich die Folgen ein bisschen länger machen. Ja, auch seinen Vorteil. Für euch. So. Dann haben wir hier unsere krasse Farm. Wo wir dann mal sehen müssen, wie wir das fertig machen. Hier aber auf jeden Fall alles erstmal auf der Ebene. Das mache ich mal. Bis hier. Oh, das tut mir jetzt leid für dich. Komm raus. Hier muss man das dann alles ein bisschen anpassen. Mist. So, dass da drunter kein Boden ist. Kein Loch im Boden ist. So. Kann man dann hier erst auch nochmal alles bisschen anpassen. Das sind völlig realistische Hügel hier. Wie gesagt, die sind einfach so, sind die entstanden. Habe ich keine Erde mehr passiert. Dann haben wir das alles hier auf der Ebene. So. Einmal hier. Ja. Ja. Den Mist trage ich noch schnell mit den Händen ab, beziehungsweise mit der Schaufel. Ja, und dann wird unsere Fläche hier zum Bauen. Mein Gott. Sollen wir mal überlegen, was wir mit der ganzen Fläche anstellen.
Haben auf jeden Fall einiges zu tun. So, hier weiß ich gerade gar nicht. Ist da eigentlich was drunter? Nö. Ja, okay, das lasse ich erstmal so. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, wir haben genug Terra geformt. Ich gucke mir das mal gerade auf der Map an. Guckt euch mal an, was wir jetzt hier einfach für eine Riesenfläche haben. Das bringen wir hier alles noch auf die Höhe. Dass das alles auf dieser Höhe ist hier. Jetzt wird dann halt noch einen abgetragen und dann haben wir das alles hier, haben wir das auf der Höhe. Irgendwann passt man das dann natürlich an, dass das wieder natürlich aussieht, aber wir wissen ja nicht, wie groß das sich hier alles noch ausdehnen wird. Das ist unser Lager, das sieht auch schön aus. Unsere Farm, unser kleiner Wald. Doch. Doch, es wird langsam, Leute. Es wird langsam. Wenn es aussieht, kommt der Spaß jetzt auch erstmal weg. Okay. Zack. Oh, ich kann schwer nicht mehr rennen. So. Ja. 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 So, weil hier gehen wir, hier haben wir quasi das, dass wir einen hochgehen und dann. Ja, das ist ein bisschen blöd. Muss man dann mal schauen, wie man das macht in Zukunft. Jetzt gehe ich erstmal rein. Bei dem Sauwetter will ja keiner draußen sein. Ach, die sehen so schön aus. Dann würde ich sagen, trinke ich noch schnell was. Und bedanke mich bei euch herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Dann auch mal mit neuer Musik. Ich habe noch ein paar Ideen, was für Musik man noch hinzufügen kann. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Ich speichere, zurück zum Hauptmenü und verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Ciao.